Howdy, ihr schäbigen Pinkertons und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Freut mich, dass du eingeschalten hast. So, Freunde. Es geht weiter im Epilog mit unserem John Marston. You're a good filly. Ach so, Freunde, ich habe gerade gesehen, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Aber doch, ich kann. Und da schauen wir jetzt mal rein. So. Front Gate. Was haben wir hier? Beecher's Hope. Vordertor. Weide. Das ist die Ranch. So, und was haben wir hier? Die gute Nachricht. Ich besitze jetzt eine Ranch. Die schlechte Nachricht. Ich habe jetzt Onkel bei mir. Und sein Verunkel. Oder war das umgekehrt? Wenn der nicht bald mal das Maul hält, streiche ich die Farm mit seinem Blut an. Verkaufe ich ein Stück Land für Abigail und jetzt ist sie nicht da. Stattdessen habe ich Onkel am Hals. Wie zur Hölle ist das passiert? Egal was ich anpacke, es geht schief. Ich vermisse Abigail. Ich war ein Narr schon länger, als ich mich erinnern kann. Wohl schon immer. Mhm. So, Freunde, hier ist das Camp, das die Skinner-Brüder überfallen haben. Die Leichen sind mittlerweile verschwunden. In die Erde übergegangen. Was ist denn das für eine Hütte hier? Kenn ich die schon? Calm down, girl. Calm down, girl. Easy. Easier. Howdy. Ach doch, ja doch, die Hütte kennen wir, glaube ich. Ja, die Hütte kennen wir. Alright. Ja, Freunde, letzte Folge haben wir Mission gemacht. Diese Folge würde ich wieder ein bisschen erkunden. Ja. Reiten wir hier einfach nochmal lang und dann vielleicht hier oben nochmal alles ab. Würde ich mal sagen. Da werden wir schon das ein oder andere Abenteuer erleben. Howdy. Easy now. Howdy. Ach, der Boah. Was machst denn du hier, na? Howdy. Oh, hello there, friend. Howdy. Do you have a minute? Na klar. I could use some assistance gathering herbs for my studies. Mhm. Mach mal. What are you after? Oh, good, good. The name's William, by the way. Howdy, William. Ich bin John. You see this purple flower here? This is sage. But I'll need to experiment with more of it before I can be sure of its effects. I found this one with his friends in the woods. I'd check wooded areas for more. Nice, Kolibri Salbei, liebe Freunde. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Lass mal gucken. Untersuchen, dass okay, das ist irgendein Pilz. Maronenröhrling. Nehmen wir mit. Gibt's heute Abend für mich und Onkel eine schöne Pilzpfanne. Maronenröhrling ist gut für deine Gesundheit. Du kannst ihn essen, um den Kern deiner Gesundheit aufzufüllen. Okay. Aber wo finde ich den Salbei? Be a good girl now. You coming on? Girl.
So, was haben wir hier? Oh, ein kleiner Bär. Wollt ihr eine Bär? Das ist es auch nicht. Wenn ich jetzt wegreite, dann müsste er ja trotzdem später noch zur Verfügung stehen, oder? Oh, warte mal. Das ist, glaube ich, Kolibri-Salbei, oder? Oder? Jawohl. Nehmen wir. Rachel, come on, girl. Rachel, come on. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so entspannt sagen wie Arthur. Nicht mehr, let's go, girl. Sondern, let's go, girl. Settle down, okay? Easy, easy. Ach nee. Easy, easy. Oh, es geht so auf die Stimme. Hey, you're back. All ja. Right, then. Let's see what you got for me. Na klar. This is what you're looking for. Bitteschön, meiner. Let's try this. Oh yes. I feel ready to take on the world. Nice. I have trouble sleeping tonight. A man could go for days on this. You've had some long ones, I'm sure. Some sage may just be what you need. You've been a great help. I've bottled up this tonic for you as a reward. Nice, danke schön. It's taken me years to develop, with innumerable benefits to your senses and spirit. Save it for a special occasion. I was glad to see you before I began my journeys. I'm heading far away, and I do not know if our paths will cross again. It has been a pleasure to meet you. Gleichfalls. Gleichfalls. Bestimmt werden wir uns nochmal sehen. Ist doch klar. Come on, then. So, jetzt aber weiter Karte aufdecken, Freunde. Ja, es freut mich übrigens, dass Max... Es freut mich übrigens, dass Max Payne so gut bei euch ankommt. Ja, heute kommt natürlich 18 Uhr direkt die nächste Folge. Und das Spiel ist auch voller Intrigen, liebe Freunde. Oh! Also richtiges Drama. So. Oh, Freunde, wisst ihr, wo wir gerade sind? Ich glaube, ich habe hier damals im ersten Teil, war ich hier auf der Jagd nach so Kleintieren, Waschbär und so ein Kram. Das war, glaube ich, hier. Das war, glaube ich, hier. Noch ein Stück runter. Hier ist ein Trapper. Ich glaube, das war hier. Es ist so nice. Es ist so nice. Es ist so schön. Da werden Erinnerungen wach. Ja, Odi. Over here, fella. So, wie komme ich denn aber jetzt da runter? So. Alright. Oh, die Wildpferde hier. Es ist so schön, Freunde. So, jetzt gucken wir gerade mal. Okay, haben wir das aufgedeckt? Dann würde ich sagen, reiten wir noch hier hoch.
Ja, Freunde, ihr habt mir auch noch einige Tipps gegeben, was wir noch erledigen können. Unter anderem wurde geschrieben... Alright. Unter anderem wurde geschrieben, dass ich die Kopfgeldmission von Blackwater und Tumbleweed auf jeden Fall noch machen soll. Und ich soll doch mal zum Anwesen der Braithwaites zurück. Ne, wir haben ja noch das berühmte Klohäuschen. Und schauen, was mit der Braithwaite-Schwester los ist. Ja. Die hat jetzt nämlich fertig gemacht und wir müssen jetzt abwischen. Ach Mann, nein. Komm. Wir gucken uns das an, Freunde. Wir gucken uns das an. Und auch sehr interessant, ich weiß gerade nicht mehr wer, aber es wurde geschrieben, dass in Tumbleweed es einen Stall gibt mit den Pferden der Gangmitglieder. Und das fand ich auch sehr interessant. Das würde ich mir auch sehr gerne angucken. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe leider im Verlauf des Spiels nicht so sehr darauf geachtet, wie die Pferde hießen und aussahen. Der anderen. Aber vielleicht werden wir es ja gleich wieder erkennen. I need more girl. Oh Gott. That arme girl. Vollkommen runtergerockt. So, oh, kommen wir hier runter? Schwierig. Schwierig, schwierig, ja, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Verdammt, wie komme ich denn da jetzt runter? Verdammt! Ist hier oben vielleicht noch irgendwas Interessantes? Verdammt, ich komme hier nicht runter. Ich glaube, da bleibt uns nichts übrig, Freunde. Wir müssen zurückreiten. Damn. Oh, verdammt. Na komm schon, wo komme ich denn jetzt hier mal wieder runter? Jetzt hier, okay. Gut, okay, müssen wir doch unten lang. Führt mich das Spiel denn lang? Holy moly. Freunde, ich hoffe, ihr hattet heute einen guten Start in die Woche. Ja. Heute ist ja schon wieder Montag. Es geht schon wieder von vorne los. Aber jedes Duschgel geht zu Ende, liebe Freunde. Ja, Freitag geht's wieder los. Schön entspannen oder was auch immer ihr macht. Schön vielleicht ein Trinken gehen. Oder vielleicht müsst ihr auch, weiß ich nicht, Hausaufgaben machen. Oder generell Aufgaben übers Wochenende. Na? Aber was auch immer ihr tut. viel Spaß dabei. Nein, seid immer mit dem Herzen dabei. So, was ist denn hier los? Ja, der Lobo, ha? Huh?
Howdy, fellas. What? Arznei, what? Uiuiuiuiui. Au! 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 Nein! Oh. Ich weiß, wer auf jeden Fall gerade nicht mit dem Herzen dabei war. Nein! Nein! Oh Gott. Vorher so richtig eklig von hinten auch noch und dann habe ich es verkackt. Oh. Aua, das Ganze hat mich $6 gekostet. Warum habe ich jetzt einen Tagebucheintrag? Ich habe versagt. Maronenröhrling. Das ist mein Spitzname für Abigail. Wird sich bestimmt drüber freuen. Ja, prima. Gut, Freunde. Fast 120 Folgen Red Dead Redemption, aber ich krieg's trotzdem nicht hin, eine Bande von 4 Leuten von hinten zu töten. Ja, ist halt so. Aber hey, Freunde, ich spiele einen völlig neuen Charakter. Das ist was ganz anderes auf einmal. Ich muss alles nochmal erlernen quasi. Twin Rocks. Yeah, baby. Das kennen wir doch auch noch. Twin Rocks. Welche Bande hatte da immer gehaust? Oh, Tatsache, ja. Ja, 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 ja. So, jetzt wird erstmal was gegessen. Und die Kollegen, ja, die mich gerade noch ausgeraubt haben und mir $6 abgezockt haben, die holen wir uns jetzt, würde ich sagen. Oh, ist das doch keine Bande? Oh, es ist doch keine Bande. Also zumindest keine Gegend. Also, ihr wisst schon. Ja, aber die Falschen erwischt. Oh. Hey, sorry, war ein Missverständnis. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen, bitte. Prima, Rocke. Oh, was ist denn heute nur los, ey? Eieieiei. Da ist die eine Hütte, die hatten wir auch schon besucht. So, dann hier noch. Dann kommen wir wieder nach Tumbleweed. Tumble in the jungle. So, guck mal, hier Pferd. Ich hab eine schöne Möhre für dich. Angry Girl. Was ist denn? Rachel, du bist doch wieder voll da. So.
Was lege ich da unten? Da hat ein einsamer Cowboy sein Lager aufgeschlagen. Da können wir auch nochmal schnell vorbeischauen. Aber der wird mich wahrscheinlich auch gleich wieder wegjagen. Howdy, Partner. Jo, jo, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Da hinten ist es noch erleuchtet. So. Howdy da oben. Ich komme. Oh, ist das Ratskiller Fork? Hey now! You ain't wanted here, you understand? Don't make a fuss! That's right. Keep on moving, don't come back. Jetzt will ich mal auf der Karte gucken. Ja, Ratskiller Fork! Okay, haben wir das auch gesehen. Schön, aber scheinbar bin ich da auch nicht willkommen. Also geht's weiter. Ui. Bin schon unterwegs. Na. So. Grüße dich, es ist vorbei. Steh auf. Hau dir nicht den Kopf an. Mister, I can't even. You have saved my life. Ja, ist doch kein Problem. I can't thank you enough. Whatever is in that box is yours. I'll explain the loss. Far as I'm concerned, you earned it. Alles klar. Danke dir. Dosengemüse. I was waiting for you to say that. Ups. Nee. So, die Munition kann ich nicht mitnehmen. Okay. Und weiter geht's. So, und dann sind wir auch gleich wieder in Tumbleweed. Und da schauen wir uns dann nochmal die Pferde an. Naja, ob das auch stimmt. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir auch noch schnell zu den Braithwaites, ne? Das hatte ich ja gesagt. Mal schauen, ob die gute Dame endlich mit ihrem Sudoku da fertig ist. Übersehen. Ach so, eine Ruine. Lass mal reinschauen. Gibt's hier ja nichts? Nochmal leuchtet. Nee. Mir war so, als hätte es da geleuchtet. Okay, nein. Leider nein. Let's go, girl. Let's go. Tuck, 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 tuck,
So, da ist Tumble in the Jungle. Da reiten wir hin. So, Gunsmith. So, aber ist vielleicht jetzt zu oder so? Jail? Wo ist denn hier? Wo sind denn hier die Pferde? We are law-abiding people here. Remember that. All of you remember that the law and only the law is king. Okay. You, tough guy. Welcome to Tumbleweed. Junge, wir kennen uns doch. Make yourself at home. Treat this place with respect and we will respect you. Okay. Here in Tumbleweed, there is one law. My law. Mm-hmm. The law. You again. My Best law mind your is ways the law. Around here. And I'll my be after law, you walk away from me at your peril, my friend. Okay, dann erzähle. Partner? How do you do? Also dann doch nicht. So, hier sind Pferde angebunden. Aber es hieß, wie gesagt, irgendwo ist eine Scheune oder sowas, wo die Pferde drin stehen. Das hatte ich glaube ich auch so gelesen. Oh, hier gibt es ein Zigarettenbild. Das nehmen wir mit. Danke. Angebrochener Kentucky Bourbon. Nehmen wir auch. Aber wo ist jetzt diese Scheune? Da ist eine Kirche. Waren damit die Pferde vielleicht gemeint, die hier so rumstehen? Die hier angebunden sind? Enjoy your time here, people. Enjoy it safely. Mm-hmm. Enjoy it respectfully and we shall respect you. Oh, warte mal. Hier vielleicht. Das könnte es doch sein, oder? Ja, das ist es. Das ist es, liebe Freunde. Hi there. Welcome. Pferde kaufen? Wären das hier die Pferde? Sind das die, die man hier kaufen kann? Oder sind das die, die hinten stehen? Das könnte man sich vielleicht irgendwann mal zulegen. Habe ich natürlich noch nicht die Kohle für. Thanks, Mister. Entweder die oder halt... Die Pferde hier, aber gut, das sind nur zwei. Dann sind das wahrscheinlich die, die man da kaufen kann, oder? Ja, Audi. Morgen? Oh! Das heißt morgen. War Tennessee Walker? Jo, ganz ruhig. Jetzt untersuchen. Das heißt auch morgen.
Das hier. Tennessee Walker. Okay, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Sind das... Warte mal. Sind die Pferde, die hier Morgan heißen, sind das unsere Pferde? Die wir in Besitz hatten mit Arthur? Dann müsste ja auch hier zum Beispiel Pollux dabei sein, oder? Aber an das Pferd erinnere ich mich zum Beispiel nicht. Okay, also, ja. Vielleicht kann mich da einer von euch mal aufklären in den Kommentaren. Ich würde sagen, ich habe ja gesagt, wir machen das noch, deswegen machen wir das jetzt auch. Wir reiten nochmal schnell nach, Rhodes. Ja? Rachel! Und guck mal nach der Braithwaite-Schwester. Come on, lady! So. Rhodesy Rhodes. Freunde. Und bald sehen wir auch Sadie Adler wieder. Sadie Girl. So, da bin ich ja jetzt sehr gespannt. Das Bild schon, ey. Da bin ich ja jetzt sehr gespannt. Wenn wir jetzt ja auch gerade in Rhodes sind, dann können wir ja auch zu unserer ehemaligen Camp-Location, also in der nächsten Folge. Denn da hatte mir der Kerni gesagt und The Great Emu, dass wir da noch irgendwas erleben könnten. Ne, dass wir da, wir müssen da am Tag hin und irgendwas soll da noch passieren, wenn man sich so ein bisschen da aufhält. Ne, das wird nicht gleich losgehen, sondern man muss da ein bisschen bleiben. Und dann passiert da vielleicht was. Ja, aber da heben wir uns für die nächste Folge auf, Freunde. Jetzt schauen wir uns nochmal schnell an, was es mit dem Klohäuschen auf sich hat. Vielleicht wurde es einfach wie bei Jackass übelst in die Luft geschleudert oder so. Vielleicht hat die Braithwaite-Schwester auch eine Schule da drin gegründet und unterrichtet da jetzt Kinder. Man weiß es nicht. Ja? Wir werden es jetzt gleich rausfinden. Howdy, Gomes. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the... Yeah. Tja. Ich meine, sind wir mal ehrlich, was soll da auch... Gut, natürlich, es hätte natürlich auch sein können, dass sie jemand befreit hat oder so. Aber das Haus ist abgebrannt, es ist keiner mehr hier. Aber okay, hier leben auch Leute, ne? Also man hätte ja zumindest irgendwie Essen vorbeibringen können. Aber wer weiß, woran sie am Ende gestorben ist, ne? Sie muss ja nicht mal verhungert sein, vielleicht, keine Ahnung. Hat sie einen Herzinfarkt gehabt? Keine Ahnung. Freunde, wir wissen, was aus dieser Schwester wurde. Okay, Missy. Okay, Missy. Und ich würde sagen, man wird sie ja wahrscheinlich nicht looten können, ne? Wir haben da jetzt ein X auf der Karte, aber man kommt da, denke ich mal, nicht ran.
Okay, Freunde, dann war es das mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und nächste Folge schauen wir noch ein paar andere Plätze an. Macht's gut, bis morgen. Ciao.